Also, wo Heinz? Das musst du hören. Ist gut, wenn ich höre. Also, hören wir. Heinz. Musst du hören? Ja, wenn. Heinz, ist es hör auf, mir immer zu reden. Mein Gott. Wenn ich Er hat doch gesagt, hören wir zu. Also, Heinz. Ich muss hören. Heinz? Wer ist schon lange etwas fragen? Wollen wir noch eins nehmen? Das ist eine gute Idee, Wayne. Das ist eine gute Idee. Wir sind ja fast leer, gell? Ja. Fast leer. Was willst du? Nur wie immer. Vom Zuschauer. Ja. Manuela! Ja. Wollen wir noch eins haben? Ja, gern, klar. Nehmen wir noch mal eine Runde. Ja, das ist sicher das Gleiche, gell? Wie immer, gell? Ja. So. Sehr schön. Das Lied ist gut. Danke. Tschüss, Manuela. Also, mit uns, Manuela, hat sich etwas verändert. Das ist immer noch ein Hübsch. Ja. Du, Reni, ich mache einen Städtetrip. Du machst einen Städtetrip? Was? Einen Städtetrip Mitte Mai. Einen Städtetrip im Mai? Ein Trip, Reni, ein Ausflug, ein Reisli. Wieso mit dem Mai? Wieso ich mit dem Mai einen Städtetrip mache? Ja, weil ich Lust habe, Reni. Wieso hast du Lust, mit meinem Mai in die Ferien zu gehen? Nein, Reni. Ich gehe doch nicht mit dem Mai in die Ferien, Reni. Ich gehe mit dem Mai in die Ferien. Reni, das ist ein Missverständnis. Lass jetzt, Reni. Ich gehe zu einer bestimmten Zeit in die Ferien, verstehst du? Und die Zeit ist Mitte Mai. Reni, kennst du den Monat Mai? Ja, kenn ich. Eben also, und wenn der Monat Mai die Hälfte erreicht hat, dann gehe ich in die Ferien. Mitte Mai. Am 15. Ja, sag schon klar. Ich bin auch nicht blöd. Oh. Ja, hier gehst du. Mailand. Mailand? Wolltest du das Mailand mit dem Mai? Was wollte ich euch mit dem Mai zu Mailand? Nein, nicht mit dem Mai, mit dem Mai. Hä? Ja, bist du echt voll blöd, oder was? Ja, weißt du schon, was du meinst? Ist dann schon klar, mit dem Mai ist dann schon klar. Das ist ein Synonym. Ja. Aber sag jetzt, wo hast du das Mailand? Ja, weißt du, dort ein bisschen auf Piazza raus, gell? Ein bisschen Espresso-Öli surfen, ein bisschen Gelati schlecken. Am einen oder anderen Modell zuschauen. Oh. Das Mailand hat noch eine schöne Frau. Pass mir sie auf, Heinzel. Übernimm die denn nicht. Wieso? Wenig, das ist doch etwas entspannt. Nein, Heinz, das ist nichts entspannt. Heinz, schau, das Leben ist wie ein Liegestuhl. Wenn es fest rein ist, dann klappst du zusammen. Aber Weni, weisst du, im Leben muss nicht immer alles zusammenklappen, Weni, weisst du? Manchmal klappt es auch allein. Heinz, schau, das Leben ist wie ein Dachfenster. Wenn du offen bist, dann sägt sie hier. Und wenn du zu bist, dann stinkt es. Jeder hat sein Rucksäckchen zu tragen. Aber lass jetzt, Weni, du musst eben auch wissen, wenn das Rucksäckchen leer ist, dann fragst du dich, warum du das eigentlich überhaupt mitschleichst. Vielleicht findest du unterwegs etwas Schönes. Das ist genau das, was ich meine. Unterwegs eine auflesen, wenn ich immer auf dem richtigen Weg. Zum Beispiel eine Versteinerung. Eine Versteinerung, Weni. Was willst du mit einer Versteinerung? Daheim aufstellen. Nein, Weni. Du musst wieder mal etwas anderes daheim aufstellen. Weni, wenn du weißt, was ich meine. Eins. Mit uns hebst du dich viel an deiner Stange. Und sowieso, das Mailand sagt man ja am Gö. Dje. Oh. Am G, es heißt mit G. Es heißt nicht Gelati, es heißt Gelati. Oma? Schau jetzt den Reni da noch. Ja. Du Reni, da habe ich gar nicht gewusst. Aber weißt du, Reni, das ist jetzt einer Wetsch, ein Jal. Lass jetzt euch so schnell aufs WC. Tschutschatschen.